So Freunde, jetzt herzlich willkommen zu dieser ersten Tour. Die Umrundung von München, das habe ich schon öfter mal vorgehabt oder schon länger. Ah, wie sieht denn die Mütze aus? Die sieht ja richtig blöd aus. Ja, das muss ich dann noch ändern. Alter, das ist so geil, mal wieder unterwegs zu sein. Da links von mir ist München. Und ja, 95 Kilometer, ich glaube 300 Höhenmeter. Und ja, ab geht's, würde ich sagen. Ich freue mich. Wir schnacken heute wie immer mal wieder ein bisschen. Hey. Gerade eben habe ich die Berge noch gesehen irgendwie. Ja, ich lege euch kurz weg, dann kann ich schalten. Nee, warte, ich halte nochmal an, weil es sieht nicht so aus, als hätte ich den krassen Weitwinkel. Freunde, bis gleich. Freunde, hier im Flachland riecht es einfach so toll nach Frühling schon. Wir haben Anfang März, das erste Märzwochenende. Ah, ein Traum. Haben wir das erste oder das zweite? Na, warte mal, am zweiten kommt das Video hier raus, glaube ich. Ja, genau. Es ist einfach übelst herrlich, den Frühling zu riechen. Das Einzige, was man in den Alpen riecht, ist im Frühling Gras. Also dieses richtige Gras jetzt für Kühe halt. Nicht, dass ihr denkt, das riecht dann ab 1. April nur bei euch, bei uns ist es noch verboten. Freue mich so auf die Saison, Jungs und Mädels. Ja, es schauen überwiegend mehr Kerle bei mir zu, deswegen Jungs. Also, um genau zu sein, ich sehe es ja, auf YouTube 95%. Aber auch an die Mädels, herzlich willkommen zu geilem Rennrad-Spektakel. Ja, ja, bin zwar jetzt nicht so ein heißer Typ wie bei der Tour de France fahren, aber ich denke, irgendwann kann ich da mithalten. Nee, Spaß beiseite. Wir fahren jetzt unter dieser Autobahn durch, die nach Berlin führt. Ach, da kommt das Kreuz. Kreuz Garching, kann das sein? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall geil, dass es wieder losgeht. Ah, das sind solche Glücksmomente, solche Glücksgefühle. Ja, wir fahren weiter. An der Allianz Arena kommen wir leider, glaube ich, nicht vorbei. Das wäre ein Umweg von 6 Kilometern. Und ich muss echt hoffen, dass ich die 95 heute schaffe. Aber müssen wir, weil ihr wisst, die 250 Kilometer Bodenseeumrundung, die große Runde, stehen auf dem Plan. Oder steht auf dem Plan. Von daher, ja, jetzt habe ich auch ordentlich Windschutz auf dieser Cam drauf. Ich hoffe, das bringt was. Hier ist diese Autobahn. Wenn ihr da weiterfahrt, ist da hinten dann dieses Kreuz München. Und ich filme jetzt ganz kurz mit dem Handy. Da hinten sind nämlich die Alpen und ich glaube, die seht ihr nicht über diesen Weitwinkel. Ohne Olympiaturm. Und ich bin schon richtig im Arsch. Dann ging es gerade hoch. Bin ich hochgeballert, ja. Aber da geht es Richtung Salzburg. Da Kreuz München-Garching da. Dann geht es dann Richtung Berlin-Nürnberg. Jo, weiter geht's, Freunde. Ach, da kommt schon ein Rennradfahrer. Lassen wir den durch und dann filme ich euch das. Kilometer 15, 33 Minuten Fahrt. Es läuft, würde ich sagen. Also noch keine Schmerzen weiter. Oh, vielleicht komme ich mit einem blauen Auge dadurch. Oder ich habe mir zu viel
vorgenommen. Also das ist die größte Angst, die ich habe. Aber selbst wenn, dann ziehen wir das durch. Und ja, 20 Kilometer und 46 Minuten. Willkommen in Oberschleißheim. Heim oder Hain? Ja, vielleicht kennt es jemand von euch. Ich kenne es nicht. Also auch mein erstes Mal. Ja, ja, hier ist da auch so ein Schloss gewesen. Schloss Schleißheim, genau. Das ist eine Sehenswürdigkeit in München. Ja, ich weiß nicht, ob wir da durchfahren können mit einem Rennrad. Wahrscheinlich suboptimal, aber ja, ja. Ich muss euch ja gestehen, dass ich extra heute gefahren bin, statt gestern. Gestern wäre Samstag gewesen, aber angeblich sollte heute das bessere Wetter sein. Habe ich gestern geschaut, um die Uhrzeit jetzt, ich weiß nicht, um 10 oder so, um 11, keine Ahnung, war besseres Wetter. Also die Sonne, die will schon durch irgendwie, aber ich hoffe, dass das noch richtig schöner blauer Himmel wird. Ich meine, da habt ihr auch mehr Freude beim Schauen. Und ich natürlich auch. 26,7 Kilometer. Also hier rund um München sind ja so viele Rennradfahrer unterwegs. Wahnsinn! Das ist ja richtig, richtig toll. Ja, solche Momente sind auch toll, oder? Fährt man einfach und man sieht zwei Rehe. Das ist doch... Das ist einfach wirklich... Das sind Momente, dafür macht man es. Unter anderem. Ja, weiter geht's. Wir haben 30 Kilometer in einer Stunde und 5. Und Wahoo Navi sagt 68 Kilometer noch. Ich bin echt gespannt. Stunde 39 in Fahrt, 40 Kilometer, 11.16 Uhr und die Sonne ist draußen. Richtig, ja endlich. Juhu. Ja, bald haben wir auch die Hälfte geschafft. Jetzt gibt es erstmal das Koks der Rennradfahrer. Ich freue mich. Ein Powergel. Geil, und ein Riegel knalle ich mir rein. Gleich die Hälfte. Jetzt wird es warm. Jetzt, wo die Sonne sich immer mehr raustraut, genießt den Frühling. In meiner Heimat ist noch kein Frühling. Ist zwar warm, liegt kein Schnee, aber Frühling ist nicht wirklich. Ich bin fertig mit Jausen. Jetzt geht's anscheinend, wenn ich die Satellitenbilder von Komoot anschaue, in den grünen Teil der Tour. Nämlich jetzt langsam dann in den südlichen Teil. Und ja, ich bin gespannt, was auf uns wartet. Anscheinend sind ein paar Strecken dabei, die nicht asphaltiert sind. Ja, da bin ich gespannt. Ah ja, wir sind in München Germering und da kommt mir schon ein Krankenwagen entgegen. Ja, ja. Ha, nett, dass sie gehupt haben. Ja, ja. So eine YouTube-Berühmtheit seht ihr wahrscheinlich nicht so oft. Na, dauert noch ein paar Jahre, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, dann wird das noch was. Also, gerne ein Abo dalassen, es kostet wirklich nichts, es bringt mir nur was. Und ich sag schon mal vielen Dank. Übrigens, wir haben seit ungefähr 10 Kilometern Gegenwind. Richtig geil. Und jetzt keine Kraft mehr langsam. Deswegen immer vorher Wind checken und so die Route planen, dass man auf der ersten Hälfte möglichst diesen Wind hat und auf der zweiten Hälfte dann den Rückenwind.
Wow, so stellt man sich doch die schönen Ecken in Bayern vor. Ja, schaut's euch an. Ein Traum. Puh. Das gibt so viel Energie, sage ich euch. Oh, jetzt kommt dieser Schotterweg. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Wie grün ist denn München bitte? Das ist ja Wahnsinn. Also, ich habe es so genossen. Das ist ja krass. So viel Grün. Ja, Wahnsinn. Also, wenn ihr mal gut Rennrad fahren wollt, oder Craven, je nachdem, fahrt in den Süden von München. Das ist so geil. Schaut es euch auf Satellitenbildern an und so, ist echt gut. Also Freunde, ich kann es jedem empfehlen, München zu umrunden. Das ist so geil. Hier gibt es so viele Fahrradwege. Das ist mega und geile Natur vor allem. Sein Träumchen, aber auch einige Ampeln, wo ich stehen musste. Naja. Was ich mal loben muss, sind die ganzen Flohmärkte, weil das ist jetzt hier schon der zweite, aber riesengroß hinter mir. Aua, aua. Die Bordsteinkanten kann ich nicht loben, aber geil, weil das richtig nachhaltig ist. Das finde ich echt gut und ich stehe ja voll auf Nachhaltigkeit. Ne? Mega coole Sache. Ich habe es geschafft. 4 Stunden 6 habe ich gebraucht. 96,1 Kilometer sind es gewesen. Durchschnittlich 23,4, also ist okay nach dieser Krankheitszeit. 301 Meter Anstieg. Höhenmeter halt. Und ja. Ich kann nicht mehr. Hier komme ich jetzt an. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da diese Rauchwolken. Da grillt einfach jemand. Das ist frech. Bei dem Wetter hat ja, glaube ich, jeder Bock zu grillen. Also ob vegan, vegetarisch oder Fleisch, ist mir egal, was ihr da esst. Aber das ist geil, dieser Geruch. Oh, habe ich voll Bock drauf. Aber für mich geht es jetzt ans Fahrrad sauber machen. Schon eingesprüht. Und ja, das Ding, keine Werbung. Das habe ich nämlich geschenkt bekommen von der Freundin. Richtig geil, so ein mobiler Kärcher. Ich lasse einfach die Kamera jetzt mal an, wenn ich jetzt Kärcher, so Niederdruckkärcher ist das extra für Fahrräder und sowas. Und ja, dann wird jetzt gekärchert und das Fahrrad sauber gespritzt. Und dann geht's ins Auto. Ja, ziemlich geil. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wenn ihr das Video seht. Es war echt eine harte Tour für mich mal wieder. Jetzt um reinzukommen war es echt cool. Da weiß ich, wo ich stehe. Und ja, bis bald. Haut rein, euer Veit.